Hallöchen und willkommen zurück bei City Skyline Snowfall. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Was waren das hier für nicht genügend gebildete Arbeiter? Oh, wie sieht's denn da aus? Geht eigentlich. Hätten genügend Kapazität für alle. Aber das dauert ja ein bisschen, bis die ausgebildet sind. Geht ja auch nicht von heute auf morgen. So, ach halt. So ist er richtig rum. Ich habe mich gerade gewundert. Das sah so anders aus. So. Na, man hat immer so eine, so geht es mir zumindest, eine Standardsicht. Und man dreht zwar immer mal und so weiter, aber ich kehre dann meistens so irgendwie zurück. Genau, hier die Bürogebäude. Das läuft gut, aber wir brauchen schon wieder neue Einwohner. Machen wir natürlich. So, wir haben 13.000 Einwohner. Wann gibt es das nächste? Bei 15.000. Okay. Könnten wir uns noch einen Teil schon kaufen? Nö, noch nicht. Okay. Schade, schade, schade. Ja, ich denke, ich werde anschließend wahrscheinlich hier drüben das Gebiet kaufen. Um dann dort große Wohngebäude zu bauen, beziehungsweise dicht besiedeltes Wohngebiet. So, straßentechnisch machen wir hier unten erstmal noch ein bisschen weiter. Genau. Unten soll es ja dann halt noch bis runter gehen, bis zur Spitze. Aber wie gesagt, da kommen wir halt leider jetzt erstmal noch nicht ran. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Skylines hier aufnehme, habe ich irgendwas im Hals. Das gibt's nicht. Vorher lief alles glatt und jetzt so. Naja. So. Okay. Strom ist da. Wasser ist da. Heizung ist auch da. Ach so, wir haben schon alles hier unten mit Heizungsrohren belegt. Das ist schon mal gut. Müll. Oh, ich denke, das ist soweit erstmal okay. Ich habe gesehen vorhin, bin mal die Mods durchstöbert. Oder hat man die Mods durchstöbert? Es gibt eine Mod, die 81 Teile auf der Karte freischaltet. Also selbst mit den 25, die man sich ja holen kann, gibt es ja ringsrum nochmal einmal jeweils ein Abteil. Und ich glaube, das müssten dann, oder nochmal eins mehr. Also man kann mittlerweile wirklich die komplette Map außerhalb der eigentlichen Bebauungsgrenzen auch wohl bebauen. Und das scheint wohl recht gut zu laufen. Also wenn wir irgendwann vielleicht mal so weit kommen mit der Stadt, können wir das ja mal machen.
Aber das wird wieder eine Weile dauern, bis wir da überhaupt hinkommen. So. Nochmal neue Einwohner. Wie viel haben wir jetzt immer noch? 13.400 erst. So, dürfte erstmal wieder reichen, oder? Wollen wir den Rest gleich noch machen? Ach komm, was soll der Geiz? Gucken wir hier an. So. Okay. Bespaßungstechnisch. Wie sieht es denn eigentlich hier oben mit unserer Freizeitgegend aus? Die hatten wir hier mal gebaut. Die fängt hier so an und kann sich bis da hinten hinziehen. So ein bisschen wird das. Ich bin ein Idiot. Können wir mal sehen, wie doof ich bin? Ha! Das sollte nämlich erst da oben anfangen und nicht hier unten. Weg da. Da sollte noch gar nichts hin. Da habe ich mich in der letzten Folge vertan. Scheiße. Ab hier geht das nämlich los. Schon gewundert. So, jetzt ist es nämlich genau da drin. Ah, verdammt. Das war vielleicht doof. Vielleicht schaffen wir es heute noch auf 15.000? Gibt hier aber mal so einen kleinen Stillstand. Da dauert es dann, da kommen hier unten keine Balkenausschläge zustande. Weder beim Gewerbegebiet noch beim Industriegebiet. Muss man einfach immer mal ein bisschen warten und dann geht es weiter. Aber sieht schon schick aus, ne? Dadurch, dass wir jetzt nur die kleinen oder die weniger dicht besiedelten Wohngebiete bauen, haben wir schon eine schöne Fläche eingenommen. Und es ist ja wirklich genügend Platz da. Genau. So, was achten die Feuerwehr? Oh, viel besser. Da könnte ich die kleinen wohl alle wegnehmen. Die kosten zwar deutlich mehr, die großen Feuerwehrwachen, aber da sind die Leute zufrieden damit. Genauso mit dem Krankenhaus. Da können wir von mir aus hier unten auch mal... Oh, das nimmt aber wirklich viel Platz weg. Schade. Das kriege ich ja gar nicht irgendwo rein. Ach, herrje. Naja, gut. Hier mal eine Arztpraxis und von mir aus hier oben nochmal. Okay. Friedhofstechnisch können wir auch noch mal einen bauen. Da kriegen wir keinen hin. Direkt vor der Uni. Friedhof mit Flussblick. Schön. Sauna. So, das haben wir. Das haben wir. Feuerwehr. Polizei. Ja, vielleicht sollten wir da im Gewerbegebiet auch mal eine bauen. So. Genau. Ich hätte gern das Gefängnis. Das würde ich echt gern irgendwo hinbauen. Haben wir irgendwo eine kleine Gefängnisinsel?
Also wie gesagt, das nächste Gebiet am besten das hier drüben. Hier. Und Gefängnis, 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 Gefängnis. Oh, was? Was ist denn hier los? Das ist komisch. Also ich finde es echt wenig an Industriegebiet, was wir derzeit haben. Und jetzt verschwindet ja auch die Hälfte irgendwie. Weil nicht genügend Arbeiter, aber es kommen ja Leute. Nicht genügend Arbeiter, ja doch. Hier gibt es auch eine schöne Straßenbahnlinie. Apropos Straßenbahn. 1114, juhu. Guck mal, über 900 machen wir damit an Einnahmen. Über 800 und Ausgaben haben wir Straßenbahn. Gerade mal 770. Gut, die Bahn an sich macht knapp 3000, weil wir halt die beiden Bahnhöfe hier unten haben. Da fällt mir gerade was ein. Und zwar, wir hatten ja hier unten mal angefangen, die eine Straße so ein bisschen zu bauen. Ich nehme jetzt ganz frech hier so ein Stück weg und baue das mal als Oberleitung weiter. Also obenrum, also Brücke. Brücke. Das hatte ich gemeint. Entweder hier nochmal gerade. Das Straßennetz hier unten ist natürlich auch albern. Alpern. Und falls ihr euch erinnert, das war am Anfang mal unser Industriegebiet, wo wir angefangen haben. Aus. Moment. Bevor die unten gar nicht mehr fahren können, baue ich hier nochmal. Geht nicht, wa? Komm schon. Da ist der Pfeiler. Hier müsste es doch klappen. Ja. Können sie jetzt von mir aus da oben lang fahren? Ich mache mal kurz Pause. Damit das hier nicht so abrupt runter geht. Ich weiß nicht, ich mag die gelben Laternen. Ja, okay, so ist ein bisschen besser. Gut, weiter geht's. Oh, unten. Hier ein bisschen geringe Nachfrage, sehr geringe Nachfrage nach Gewerbe und Industrie. Oder vielleicht eher nach Bürogebäuden. Kann natürlich auch sein, denn die Bürogebäude, wie sieht's denn aus? Oh, Richtung Rang 3 entwickeln die sich. Sehr schön. Was machen die ersten Wohngebäude? Die waren schon irgendwie Rang 4 teilweise. Ja, hier. Oh, okay, Richtung Rang 5 geht's auch langsam. Sehr schön. Wunderbar. Läuft. Hier hinten kommt noch nichts, ne? Ah, wir haben doch, glaube ich, haben wir hier unten noch irgendwo Platz, weil das ist ja mittlerweile alles dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Ah, da ist auch noch was frei. Okay, da wird sich das erstmal wahrscheinlich noch ausbreiten. Ja, okay, dann können da halt auch nochmal ein Gebäude hin oder zwei. Okay, schön. Wir brauchen noch mehr Leute. Wohnt hier unten schon alles voll, oder wie? Nö, guck mal, da ist noch genug Platz. Einwohner 14.400. Ja, könnte vielleicht klappen. So, macht mal hin. Moment. Wir können doch hier jetzt auch langsam mal die Steuern anheben, gerade fürs Gewerbegebiet auf 12%. Und fürs Bürogebiet, da kriegen wir noch mal ein bisschen Geld dazu. Tja, straßenbahntechnisch. Wir haben schon noch mehr, ich vermute mal, die Ausgaben der Straßenbahn ist ja dann trotzdem ein bisschen höher als hier vielleicht angezeigt werden, denn alleine die
Straßen dafür sind teurer, durch die Oberleitung mit Strom halt. So, und jetzt wollte ich nochmal schauen. Wir haben hier haben wir ein paar schöne. Da könnten wir eigentlich hier unten das nochmal so ein bisschen miteinander verbinden, dass wir hier einfach nochmal eine schöne Linie durchführen, die dann das hier drüben wieder halb mitnimmt. Vielleicht da die eine oder andere Haltestelle und hier oben nochmal durchs Viertel. Also nochmal eine größere, die dann vielleicht auch so um die, ja, ein bisschen mehr als 10 Haltestellen hat. So würde ich es machen. Mache ich jetzt auch. Ah, hier sieht man wieder nicht. Die Sicht hätte ich jetzt gerne beim Bauen der Straßen. Das wär's. Das wäre deutlich einfacher. Wollen wir denn hier oben? Da ist eine Straßenbahnlinie. Hier auch. Ja, gut, da können wir die ja nehmen. Da kann ich hier oben dann weiter. Einmal hier rum. Wie baue ich das denn? Nee, Mist, nicht so weit. So ein bisschen zu viel. Sorry. Denn hier oben ist ja schon eine. Hier brauchen wir jetzt die. Stellen machen, wenn wir hier unten weiterbauen, dann reicht das für die auch. Ah, das haben wir. So. Okay. Ach Gott. Ja, das ist soweit ganz gut. Aber da fehlt mir dann trotzdem hier hinten irgendwo immer mal noch eine Verbindung. Ich überlege, baue ich jetzt hier nochmal oder hier einfach zurück? Ich würde sagen, hier oben, das nehmen wir noch mit. So, das. Ja, und dann hier rüber. Ah, sehr schön. Große Stadt. Wunderbar. Neues Gebiet. Ja, das kaufe ich sofort. Zack. Tada. So, nächster Meilenstein bei. Wir haben jetzt noch eine Wasseraufbereitungsanlage und ein Krematorium. Danach gibt es die Solarkraftwerke und das dritte Darlehen bei 18.000. Okay, das müssten wir gut packen. Erstmal noch hier die Haltestellen alle hinzufügen. Warte, ich glaube, ich baue es hier oben nochmal ein bisschen anders. Hier gar nicht brauche, sondern dann hier oben noch mal eine andere Haltestelle einfach mitnehmen kann. So, okay, wo fangen wir an? Wollen wir hier unten anfangen? Ist vielleicht am übersichtlichsten. So, wo ist denn hier drüben? Da ist eine. Okay, das hat den Einflussbereich bis dahin.
reicht das, wenn sie die hier auch mitnimmt? Die hier auch. Hier ist wohl keine, da machen wir jetzt hier eine. Ach nee, Moment, ich wollte hier da hoch. Zack. So, dann hier. Hier nochmal eine. Dann geht's hier rüber. Da, hier ist noch nichts los, aber da wird was los sein bald. Friedhof, jawohl. Hier in der Uni irgendwo. So, dann würde ich denken, da reicht das. Sehr gut. Linie 4, jawohl. 17 Haltestellen. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal fahren wir die Runde wieder mit der neuen Haltestelle und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.